Ein herzliches Willkommen zurück zu der 100 Baby Challenge nach 2 Monaten. Wir haben gerade nur ganz, ganz schnell Conchita und Tobias zu Kleinkindern werden lassen, also zu Säuglingen werden lassen, damit wir ein bisschen weitermachen können. Sie haben jetzt auch schon die Meilensteine Kopfheben und so weiter. Ich habe leider versäumt, die Aufnahme zu starten. Shame on me. Aber jetzt sind wir ja da. No, jetzt sind wir ja da. Wieso kann der noch nicht den Kopf heben? Naja, gut, ne? Einer ist immer langsamer. So. Nun, aber mehr ist gar nicht passiert. Versprochen. Und wir trösten jetzt unser trauriges Pferd. Das ist alles, was passiert ist. Und wir schicken unsere Kinder wieder in die, sag mal schnell, ins Ehrenamt, wenn ich das finde. Das kann ein bisschen dauern. Da ehrenamtlich tätig werden mit Aria. Und Elena und Anastasia, alle gehen sie bitte. Alle. Ich brauche die nicht zu Hause an einem Samstag. Let's go. Das Kind heult. Warum tut es dies? Ja, guck dir mal die Spielsachen an. Die sind toll. Oder gehen die Haie? Lass das, lass das, lass das. Ich hasse das. So. Da, das ist viel schöner. Immer da, wie süß. Und da kommt Porsi angehüpft. Ist das nicht niedlich? Da steht der Hut auch wieder, ja. Conchita könnten wir jetzt schon älter werden lassen. Sie ist einfach viel, viel klüger als ihr Bruder. Not gonna lie. Guck mal hier, der kann halt einfach gar nicht. Der kann nur heulen. Na, backen wir mal einen Kuchen für die gute Conchita, nicht wahr? Wir kochen einen Kuchen, Entschuldigung. Wir kochen einen Kuchen. Ich hasse das. Bin aber auch knutschig, oder? Das bist du wirklich. Das sieht neu aus. Ah, wegen diesem Kochengedöns jetzt, was da neu zukam, ne? Ah, das ist aber gar nicht mal so doof. Da kannst du endlich mal so ein bisschen sortieren. Das finde ich gut. Wir machen einen Hamburger Kuchen. Ja. Das machen wir. Porsi ist in die Jahre gekommen. Oh no. Porsi. Ein Pickup-Schaf. Kannst du bitte leiser heulen? Das wäre schön. Danke. Oh nee. Du sollst doch nur schlafen. Das macht man leise. Wer bist du? Conchita. Du wirst gleich älter. Alles gut. Mutti macht das jetzt hier. Mal unsere hübsche Mutti. Bin halt alt. No. Leider muss man Kuchen immer noch kochen. Ja, das ist wirklich wild. Ich koche mir auch immer einen Kuchen. Das ist ganz normal. Aber was gibt es denn sonst noch Neues? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Wirklich nichts. Ich glaube, meine ganzen MCC-Einstellungen sind doch einfach weg. Ich müsste da mal reinschauen eben. 2 hours later. Na, Mutti, backst du schön? Oh. Och, da ist unser Butler. Troy. Fetu! Oh, Er riecht uns am Nacken. Sir? Sir, mit Ihnen will ich kein Baby machen. Voll der Creep, oder? So, Conchita, du wirst jetzt älter. Hast die Wegzeit, das fühle ich. Hallo Nico, na? 2-stündigen Mittagsschlaf wach geworden. Ach krass. Sonst geht's mir gut. Sehr schön. Hat er denn was gebracht? Der Mittagsschlaf, den könnte ich auch gebrauchen. Oh. Mittagsschlaf wäre jetzt nice. Dabei habe ich eigentlich. Ich habe eigentlich lang genug gepennt. Sind wir mal ehrlich. So, unabhängig. Das gefällt mir gut. Ich mag unabhängige Kinder und ich liebe ihr Outfit. Es ist wundervoll. Oh.
So, die ist wirklich süß. Ja. Aha. Endlich hat EA mal ein Outfit rausgesucht. Da bin ich voll d'accord. Da bin ich voll bei. Das supporte ich bei Kindern. Ja. Das fühle ich sehr. Weil ich brauche noch mal ein Bild von ganz kurz. Ja, das finde ich gut. Für was man überhaupt die Benachrichtigungen braucht. Hier ist pünktlich ab 14 Uhr Dienst. Ich habe doch keine Uhr. Oh no. Ja, aber die ist todmüde, die gute Conchita. Die legt sich jetzt erstmal schlafen. So, da kommen ganz viele Geschenke. Sehr schön. So, dann machst du da bitte wieder Geburtstagskerzen drauf, bevor du irgendwas anderes machst. Und wo ist denn jetzt unser Paddy? Wir gehen den nochmal umarmen. Wir reden mal mit ihm. Und dann könnten wir eigentlich nochmal ein bisschen ausreiten, oder? Genau. Zu einem dynamischen Ritt aufbrechen, let's fetz. Und hier ist ja auch noch Zeugs, was wir erledigen müssen. Oh je, oh je. So, die haben Manieren verloren. Das ist in Ordnung. Wie geht's denn meinen Kindern? Die müssen duschen. Du gehst gleich duschen, dann gehst du was essen. Ich stelle schon mal was raus, weil die kommen gleich nach Hause. Öffnen. Was haben wir denn alles noch da? Buntbarsch, 6 Stück. Da nimmst du dir was von. Du musst Pipi und duschen. Ich wurde übrigens auf YouTube gefragt, warum ich denn so viele Toiletten und Duschen habe. Das wäre ja schwachsinnig. Weil ich könnte da ja auch Kinderzimmer draus machen. Ich sag mal so. Die Kinder müssen grundsätzlich alle gleichzeitig auf Toilette. Und da bringt mir das schönste Kinderzimmer für jedes Kind nichts, wenn die sich ständig einpissen. Und deswegen habe ich 2000 Toiletten mit Duschen integriert. Damit die Kinder sich eben nicht ständig in die Hose pinkeln müssen. Na? Ja. Letzten warmen Tag genießen, mach das mal. Machen Sie das. So, danach geht ihr bitte alle einmal schlafen hier. Achso, haben die doch ein schönes Kinderzimmer. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Da steht sogar ein Staubsauger drin. Toll. Einfach toll. Und ihr habt da rumgematscht. Das sehe ich auch sofort. So, wo ist denn unsere Enya? Na, das sieht doch nach Spaß aus. Na, Paddy. Paddy ist ganz schön zickig, ne? Guck mal, wie der immer austritt. Was man sowas überhaupt hinterfragt. Und wenn du da 20 Schuhschränke draus gemacht hättest, ist doch dein Spielstand. Stimmt. Go. More passion. More passion. More passion. More energy. More energy. More footwork. More footwork. More footwork. More passion. More energy. Mein Handy im Schlafzimmer ist fürs WLAN. Das ist okay, Tabby. Genieß deine Zeit auf dem Balkon. Und Mitchell, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Reitet ihr wieder nach Hause? Der Säugling ist wach. Kannst direkt hier mal das Spielzeug ansehen. Wo seid ihr? Da seid ihr. Wo wohnen wir? Da wohnen wir. Gut, er kann jetzt die Hand nach etwas ausstrecken. Was ein Meilenstein. Könnt ihr mal hier hingaloppieren? Let's go. Galoppel, galoppel. Ach, guck mal, plötzlich sitzt sie gut im Sattel. Also relativ. Halbwegs. Ein bisschen schief. Bisschen Schräglage ist noch gegeben, aber es ist okay. So, dann kannst du vom Paddy absteigen. Mag vielleicht nicht so gern geritten werden. Mhm. Hallöchen, Mitchell. So, kannst du bitte absteigen? Sehr schön.
Gefühls. Und dann kannst du hier mit dem Drops ein bisschen Bauchdingsbums machen. Wo ist es denn? Hä, wo ist denn das? Da, Bauchzeit. Damit der lernt. Der muss lernen. Hier geht's nicht um liebevolles Aufziehen. Hier geht's um Lernen. Die gehen und sagen, hallo Freddy, mein Schatz. Hallo, mein Lieblingssohn. Na? Oh nein, sein Herz ist gebrochen. Warum? Mein armer Sohn. Okay. Na, Nico. Geht um Sims, wenn ich sowas sage. Mhm. So, wie sieht's aus, Tobias? Möchtest du jetzt vielleicht endlich mal den Kopf heben lernen? Dann können wir dich älter machen. Dann kannst du hier in diesem Bett schlafen. Er hat es endlich geschafft. Ich bin so begeistert. So, und jetzt, let's go. Let's go. Komm, lass den Kerzen auspusten hier. So realistisch. Los geht's. Sind jetzt alle schon im Bett? Du gehst jetzt auch schlafen. Wer hat denn hier den Teller stehen lassen? Ach, sie. Hm. Na gut. Oh, Freddy hat sich auch was zu essen genommen. Das ist sehr schön. Er ist heikel. Das ist ja toll. Mensch, Tobias ist heikel. Großartig. Töpfchenhilfe. Fetu. Fetu kann auch was tun. Da muss ich mich nicht darum kümmern. Die ganzen 2000 Kinder davor, die schicken noch Geschenke. Sehr gut. Machst dir neue Kerzen drauf und dann redest du hier so ein bisschen mit. Wegen Ableben, Trösten. Oh no, was passiert? Iss ruhig auf, mein Kind. Wenn du Hunger hast, iss was. Wo ist der Gremlin jetzt hin? Ach, der ist müde. Der ist müde, ja. Ja, du, aber du solltest Töpfchenhilfe fragen, ne? Von Fetu. Let's go. Ja, dann krieg halt Töpfchenhilfe von deiner Mutter. Dann setz den mal auf den Pott, bitte. Let's go. Na komm. Döpfst du den jetzt bitte? Dankeschön. Und wir haben da noch Müll. Das schmeiße ich mal weg. Perfekt. So, dann setz dir mal da drauf. Hallo, Black Medusa. Ja, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Dankeschön. Ich bin nur müde. Das ist immer so meine Zeit, wo ich müde bin. Tagsüber. Tagsüber könnte ich schlafen. Ich bin ein Vampir. Es ist so. Jetzt ist es raus. Na, Hallöchen, Miss Carnobier. Wie geht's dir? Mein junger Kater hält mich nachts an. Och Gott, wie süß. Bin um 12 aufgestanden, könnte auch schon wieder schlafen. Ja, same, Posse, same. Bin auch um 12 aufgestanden. Könnt sofort wieder pennen. Sofort. Bin so müde, als hätte ich gar nicht geschlafen, einfach. So, Mutti räumt auf. Was liegt hier noch rum? Das weiß niemand. Die Kinder gehen ins Bett, das ist sehr, sehr gut. Wir haben ja Gott sei Dank hier selten müde. Als Dingens. Komisch, im Schlafanzug trägt sie keine Tüte über den Kopf, ne? Aber gut. Whatever floats her boat. Wir gehen dann gleich auch mal ein kurzes Nickerchen machen, während die ganzen Kinder dann hier rumwuseln. Es ist ja Sonntag, ne? Tagsüber geht das irgendwie viel besser mit Schlafen. Nachts voller Energie. Ja, genau. Genau das. Genau das.
Und wenn ich früher ins Bett gehe, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, um 8 oder 9 Uhr schon todmüde bin, dann werde ich alle 2 Stunden wach. Oder jede Stunde. Das ist eigentlich kackegal. Also, wenn ich früh ins Bett gehe, weil ich müde bin, dann kann ich nicht durchschlafen. Wenn ich spät ins Bett gehe, dann bin ich trotzdem müde. Es ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Das ist scheißegal. Wie ich es mache, mache ich es falsch. Sims habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt auch 2 Monate lang nicht. Aber ich muss mal wieder. Ich muss. Mir gehen die Folgen aus. Ich habe nur noch von bis Sonntag eine Folge. Und ab Sonntagabend seht ihr dann das hier schon. Also YouTube ist jetzt endlich wieder auf dem richtigen Stand. Türkische Angora mit Ragdoll. Oh nein, die pinken Pfoten sind zum Verlieben. Herr Mamedusa, du kannst gerne ein Bild posten bei mir auf dem Discord in Tiere. Ne? Gerne rein damit. War um 5 wach und dachte, nö. Hab dann um 7.30 Uhr mit der Arbeit angefangen. Reicht. Ach, krass. Krass. Das ist so früh. So, das Kind ist ausgeschlafen. Dann geben wir mal hier der Reihe nach. Du gehst auf Toilette und duschen. Dann brauchst du was zu essen. Wir öffnen also den Kühlschrank und stellen dir mal Asia-Hühnchenpfanne hin. Let's go. Gutes Frühstück. Gesund. Ne? Habt ihr Hausaufgaben gemacht? Ja, habt ihr. Sehr gut. Dann bist du dran. Du gehst dann bitte auch mal auf Toilette und einmal duschen. Und dann brauchst du Spaß. Spaß. Du brauchst auch ein bisschen Spaß. Du gehst dann auch Blickblock spielen. So, dann haben wir die nächste. Die braucht definitiv nur Spaß. Und die nächste braucht wieder ein bisschen Spaß. Und danach geht ihr eh ins Ehrenamt. Deswegen seid ihr mir dann kackegal. Let's go. Ich schicke dir später ein Foto. Okay. Sehr gut. Start auf den Tiere-Channel im Discord. Ich will es jetzt auch sehen. Bin ich ehrlich. Ich will es jetzt auch sehen. Hallöchen, Mike. Wie geht's dir? Dankeschön für deinen Arbeitslurk. Ganz viel Erfolg. Da, wo Tiere ist, yes. Yes, yes, yes. Und da zeigt mir alles und dann Tiere. Da kannst du es einfach reinböllern. Ich starre auch. So, wo bleibt denn jetzt das Kind hier? Ach so, die ist noch auf Toilette. So, und wir müssen uns natürlich um unsere Ziegen und so mal wieder kümmern. Da das jetzt hier Tödler sind, haben wir ja richtig, richtig Glück. Weil die können wir ja gleich einfach brabbeln schicken. Das ist ja jetzt einfach nur noch das Brabbel-Drill-Camp. Sie ist selbstständig, beziehungsweise eigenständig. Sie geht selber zur Toilette. Dann kann sie sich ein Gericht nehmen. Du kannst jetzt aber aufstehen, reicht jetzt zum Schlafen. So, und dann gehst du hier brabbeln. Aber du willst ja alles selber machen. Deswegen ist mir das dann relativ bums. Dann kannst du das auch selber machen. Du bist noch müde. Du schläfst einfach noch ein bisschen. Das ist total fein. Sehr gut. Und Mutti steht gleich auf und kümmert sich erstmal hier um Kuri. Der gerade fröhlich hierhin hüpft, um die Insekten wegzufressen. Das ist aber nett. Dem geht's aber gut. Dem geht's ja richtig gut. Der ist glücklich, sauber, satt, zufrieden. Das ist ja toll. Wo ist denn Porsi und so? Hier ist Vicky. Zufriedenheit okay. Sauber, satt okay. Dann versorgen wir sie mal. Warte. Kontakte knüpfen. Streicheln. Ich muss gucken, ich muss gucken. Oh, ist der süß. Oh nein, ist der süß. Oh, der ist ja goldig.
12 Monate trotzdem jung. Ja, na klar, das bleibt doch immer ein Baby. Es bleibt immer ein Baby. So, wir müssen Gisela putzen. Mit Präriegras füttern. Dann können wir den Viehstall noch säubern. Und Gisela noch melken. Obwohl, wir machen danach erst den Viehstall. So sieht es nämlich aus. Steh auf, Mutti. Let's go. Wo ist Porsi? Wo ist Porsi? Porsi? Porsi! Wo ist mein liebstes Lieblingsschaf? Mein Schaf ist weg. Porsi hat sich versteckt. Da kommt Cori angehüpft. Ganz normaler Alltag. Vicky hat mich getreten. Du dumme Sau. Zu Recht. Ich wollte dich streicheln. Du Zicke. Guck dich an. Hier. Frech bist du. Da hinten ist Porsi. Ich habe dich gesichtet. Wie geht's dir denn? Okay, okay, okay. Dann versuchen wir dich auch mal zu streicheln gleich. Bin halt nicht dein Lieblingsschaf. Du bist ja auch eine Ziege. So eine Identitätskrise oder was? Gib nun ein Foto mit den pinken Pfoten. Ja! Oh! Oh, die pinken Beans. Oh, ist das süß. Ich lieb's. Es ist Zucker. Ich fühle mich heute als Schaf. Hättest du das mal eher gesagt. Jetzt bist du noch umgefallen. Drama Queen, hör mal. Kulikenkacker, weil er mal missbaut. Das ist normal. Der ist ja noch ein Jungkatzer. Junge Kater dürfen so sein. So, du gehst jetzt brabbeln. Du hast aber nicht gegessen, du Sau. Weil das weggeräumt worden ist, dann war es wahrscheinlich schlecht. Ja, gut, guck mal, hier hast du ein Caesar Salad. Easy peasy. Komm, du Gremlin, nimm dir einen Teller. Alles wie im echten Leben. Im Inventar von Dori wurden Ohrhörer abgelegt. Aha. Ist das so? Wir haben 111.000 mit Investitionen verdient. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Haben die Kinder gegessen? Ja, haben sie. Naja, die habe ich ja nicht essen geschickt. Was machst du jetzt? Das weißt du selber nicht. Warte, Mutti hat doch bestimmt neue Bilder, ne? Ja, guck mal hier. Da einmal und da einmal. Da haben wir wieder neue Kinder. Sehr schön. Und da muss Mutti auch mal duschen gehen. Auf Toilette müssen wir nicht. Viehstall ist jetzt sauber. Guck mal, die... Ne? Porsi durften wir streicheln. Rennt er einem hinterher mit zwei Pfoten und will die Beine umarmen. Oh no. Springt er auf meinen Rücken und bleibt liegen. Och, ist das süß. So, du bist fertig mit Essen. Dann kannst du jetzt brabbeln gehen, damit du sprechen lernst, damit ich dich zum Kind werden lassen kann. Und du kannst jetzt auch aufstehen. Let's go. Ich bin auch alt und will nur Liebe. Sehr schön. Was macht denn Paddy? Wie geht's Paddy? Hunger gut, Energie gut, Spaß ausgezeichnet, sozial ausgezeichnet. Da siehst du mal. Träumchen. Unseren Tieren geht's prima. Wieso flennst du? Sei mal ein Mann. So. Ich meine das übrigens nicht ernst, wenn ich sowas sage, ja? Ich meine das wirklich nicht ernst. Und ab und zu gemolken werden.
Okay. Nun, wir sind noch beim Schaf, ja? So, du gehst dann bitte hier mal auf Toilette und duschen. Und du hast Hunger. Das heißt, du nimmst dir mal was zu essen aus dem Kühlschrank. Du weißt nicht, was du tun sollst. Kannst den Stich mal entfernen hier. So, nee, 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 nee. Lass das Blach mal in Ruhe. Das muss da einfach nur quasseln. Nicht schlagen. Brabbeln. Brabbeln, brabbeln, brabbeln. Bis du sprechen kannst, redest du jetzt mit diesem Stofftier. Ach, ist das schön. Ich schwöre, ich versuche eine liebe Ziege zu sein. Gemolken werden möchte ich auch. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Kannst auch gerne nochmal versuchen, mich zu streicheln. Okay, wo bist du denn gerade? Warte, wir suchen mal. Wir suchen mal die Wiki. Da. Dann versuchen wir das jetzt nochmal, ja? Kontakte knüpfen, streicheln. Ich hab dich im Auge. So, pass auf. So, warte. Ach, jetzt darf ich. Komm, und Cori melken wir mal. Kannst du jetzt mal aufhören, dich ständig von deinem Kind ablenken zu lassen? Ich habe dir gesagt, du sollst mit deinen Ziegen spielen. Die kommen schon klar hier. So, guck mal, da wird Vicky gemolken. Cori melken wir gleich auch noch. Und Cori wird natürlich auch gestreichelt. Wo ist Porsi? Da. Boah, für Simoleons Scheren 200 bringst du uns mit deiner Wolle. Du bist ja immer. Sag mal. Da verrenke ich mir sogar die Arme für hierfür. Ich bin so ein Feini. Eine 17-jährige sibirische Waldkatze mit Perser, die mussten wir leider einschläfern lassen letztes Jahr, aber war eine feine Dame. Oh. Das ist immer ganz furchtbar. Das ist immer ganz schlimm. So, sie hat Level 5. Yes, die können wir älter werden lassen. So, hier. Kannst du mal da helfen? Er ist gleich auch auf 5. Das ist sehr gut. Kannst du mal aufhören, da zu plaudern und das machen, was ich dir sage? Sehr schön. Der Teller ist ja wohl mal schlecht, ne? Ach, kein Scheiß. Du bist gleich erst dran. So, dann geh mal mit deiner Schwester hier zum Kuchen und lass mal pusten. Das ist auch ein tolles Bild. Dieser Blick von ihr. Sehr schön. Kriegt man schon Bock, wollte auch mal Challenge ausprobieren, aber ich habe es nie zu Ende bekommen. Ja, ja. Also mit Stream ist es deutlich einfacher, Challenges zu spielen, weil die tatsächlich so ein bisschen motivieren, das auch wirklich weiterzumachen. Das macht schon viel aus, wenn man das mit Stream zusammen macht. Nein, du nimmst dir kein Stück Kuchen, du kleiner, furchtbarer Junge. Du wirst jetzt älter. Die beiden mögen sich wirklich sehr, ne? Wir müssen die mal ein bisschen auseinanderhalten. So. Feli hat Geschenke geschickt. So, du sollst dich nämlich jetzt um deine Geschwister mitkümmern. Hör auf zu singen. Wie lange ist denn der noch gut? Nur noch 7 Stunden. Das wird also nichts mehr.
den können wir jetzt wegtun. Er ist ein Vielfraß, na, das ist ja großartig. Naja. Ja, dann können wir ja jetzt direkt wieder umziehen. Also nicht, also die Kinder umziehen. Die Kinder umziehen. Aha. Warte, halt, stopp. Look at the kitty. Look at the kitty. Cast full edit mode. Alles klar. Gehst du mal zum Spiegel, bitte. Den tun wir weg. Und Mutti kann gleich mal wieder ein bisschen kochen.